Hallo liebe Internetzuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die, die Überlebenden mit Nordisch. Moin. Guzman. Mami, warum zählt der Mann immer nur bis 3? Und Pauline. Wir werden alle sterben. Jawohl. So, da kommt die Schaufel zum Vorschein. Jetzt würde ich erstmal Gunpowder herstellen, damit hier wieder Platz ist. Schaka. Den Split werfen wir weg. Ich denke die ganze Zeit, warum ist denn das so grell hier? Da hat er den Scheinwerfer da draußen hingestellt. Eieiei. Ja. Da ich mich nicht zu wundern. Nein! Guzman, da oben die Kisten, die sind super. Aber könntest du die vielleicht noch aufschließen, dass ich auch dran kann, dann was einräumen? Er hat Kritik geäußert. Wer hat gesagt, dass ich die für dich sind? Oh, scheiße. Oh. Ach. Ach, ist das schwierig hier. Schon wieder Bein gebrochen. Oh, was ist denn das hier? Woher weißt du das? Was da steht. Dass ich mir das Bein gebrochen habe? Nein, dass ich mir das Bein gebrochen habe. Achso. Verdammt. Ja, das ist ja ein zwar nettes Loch, aber nix drin. Nee. Was kann man auch? Aber na gut. Kisten sind auf. Danke. Doch, hab mich nicht dabei. Oh Mann, dieses Steam-Fenster, das macht mich kirre. Dümmer macht mich das! Da ist er. Eise? Jawoll! Also, einen weiteren Beaker. Antibiotika. Zwei Erste-Hilfe-Päckchen. Und wir haben von der Sniper-Rifle eine Barrel. Barrel? Barrel. Nice. Und ich habe eine neue okay. Oh, der Baum wieder hin und her tanzt hier schön. Asche. Ja, ich will auch mal irgendwas gucken. Irgendwo mal schauen. Ich kann sie nicht lesen. Stein, schon wieder über 1000 Stück. Okay, egal. Ich komme jetzt erstmal zurück nach Hause. Stein ist immer gut. Stein ist gut. Okay. Ich habe auch, ich glaube, ungefähr nochmal 1000 Zementmix im Mixer jetzt. Oha. Ach, hier, guck mal, hier ist noch so viel. Ah. Mach ich das mal dahin, das dahin, das dahin. Athletik. Knüppel aus dem Sack. So. Ja, dann werde ich auch nochmal irgendwie losziehen. Gibt es nochmal irgendwo einen Bereich, den man mal erforschen könnte, was interessant werden könnte? Da waren wir schon. Man könnte mal vielleicht sich so eine Straße hier aussuchen und der einfach mal folgen. Vielleicht kriegt man ja irgendwie mal ein Dorf oder Stadt. Wenn du noch einen Augenblick wartest, komme ich mit und dann können wir gemeinsam. Ach, ich muss mir erstmal eine Bandage machen. Dann bin ich mal gerade ein. Wo habt denn ihr hier Stoffität? Stoffität. Ach ne, hab ich Stoff alles verbraten? Ne, da ist noch Stoff. So, Stoff hab ich. Love Forest. Ah, Frey. Oh, er nimmt ganz schön Fahrt auf. So bergunter. Painkiller, was zu trinken, ein paar Pfeile. Fläschchen. Oh.
Ist das weggepackt? Wo läuft das denn hin? Eine richtige Wüste wäre vielleicht auch nochmal nicht schlecht. Dann könnte man sich schön Aloe Vera nochmal holen. Ja. Oh ja. Ja, das ist ein guter Wasserersatz. Vor allen Dingen ist es am Anfang so dankbar. Du brauchst ja nur ein leeres Glas. Und dann sammelst du den Mist einfach auf und gut ist es. Nee, ja. Aloe ist, gut für diese Heilbandagen. Ach so, ja, genau. Das andere meine ich. Dieses Yucca. Yucca, genau. Ja, weil das kühlt auch, das ist auch nett. Tief. Das ist echt cool. It's cool, man. Ich glaube. Ich glaube, ich werde mir hier nochmal eine Storage-Kiste für meinen Müll machen. Was heißt für meinen Müll? Für meine. Mein Lager. Hä? Was ist denn da? Eine Storage-Chest da. War das bei euch oder bei mir? Was? Das ist ein komisches Geräusch. Bestimmt bei dir. Hört sich ganz merkwürdig an. Wie so ein Bär, den du an den Eiern ziehst irgendwie. Was machst du mit den Bären? Ich habe an keinen Eiern gezogen. Auch nicht. Nein, habe ich nicht. Ja. So, die Steel Pickaxe lasse ich auch, glaube ich, mal hier. Fire Axe nehme ich mit. Wrench. Ach, kann ich auch eigentlich. Nee, nehme ich mit. Wir müssen ja. Ah, ja, genau. Leitern muss nicht sein. Painkiller nehmen wir mit. Was trinken. Was zu essen muss ich noch mit haben. Können wir losziehen. Da läuft, glaube ich, an der Rampe vorbei. Echt, wenn du kein Schwein mehr brauchst, dann kommen sie. Ja. Ein bisschen Kaffee mit, wäre vielleicht. Muss aber aufpassen, dass es keine Zombieschweine sein, gell? Das fehlt noch. Ich bin mal gespannt, wie das ist, wenn klappernd Schlangen kommen. Oh ja. Ob das dann noch so lustig ist. Hoffentlich klappern sie auch ordentlich, dass man sie auch dementsprechend hört. Ja, das werden sie manchmal tun. So. 5 Millisekunden vom Zubeißen oder so. Wahrscheinlich. Genau, dass du noch im letzten Moment zusammenschreckst, nochmal die Maus hin und her wirfst und dann pff, gebissen. Genau. Also ich finde es ja geil, dass es so ein Ersatz-Antibiotika gibt, so Heilpflanzen-Ding, aber das ist ja teilweise komplizierter und schwerer zu kriegen als normales. Oh ja. Ja. Also das ist noch nicht so super gelöst. Wie? Das Rezept habe ich. Also erstens das Rezept, dann die Zutaten. Die habe ich mir noch nicht angeguckt. Mhm. Palain, hattest du dir schon eine Straße ausgesucht, oder? Nee. Ja, Moment. Ich bin letztes Mal Richtung. Ach, Richtung Osten. Denke ich, kann das machen. Da die auch. Straße rechts von Azraq zum Beispiel. Genau, ja. Genau, die meine ich auch. Ja, da können wir ja schon mal da mal hingucken. Da muss ich das kochen, wahrscheinlich. Wo ist denn er? Da hinten. Okay. Das können wir schon mal in die Richtung marschieren. Antibiotics. Herbal Antibiotics. Doch so leicht. Blueberries, Mushrooms. Okay. Ja, wieso? So, Munition, Waffe, okay, Heilung, das kommt weg. Wir haben einen Ersatzbeaker. Cool. Ein Ersatzbeaker. Ja. Was man halt so braucht.
Trench geht ja zum Zweitpieker. Wir haben auch inzwischen 3 Antibiotika, das finde ich sehr gut. Ich habe schon ein Haus gefunden. Und da schon jemand drin war? Ja, in dem war ich schon drin, das habe ich gelootet. Da rein! Ich auch noch mal die Autos auseinandernehmen. Wieso kann ich das nicht lesen? Ja, die Frage musst du dir stellen. Ich habe hier eine Nachricht gefunden und ich kann sie nicht lesen. Ich tue sie mal in die Waffenkiste. Vielleicht gibt es nur eine beschränkte Anzahl von Questen, die du machen kannst. Ja, ich habe nur eine offen. Ich hab nur eine offen. Dann komme ich mit euch. Wo seid ihr? Loot hier schon ein bisschen rum. Richtung Osten sieht aus. Okay, ich komme. Hört man die Augen offen nach Vogelnestern, weil Federn werden knapp. Oh ja. Die Ohren offen nach Vogelnestern. Ja. Ja, ja. Genau. Zwitschert, also, zugreifen. Seid mal still, ich riech was. Ist richtig. Ja gut, es gibt ja Leute mit Synästhesie, ne? Oh. Gesundheit. Oh. Na, mein kleiner Zappel, Philipp. Aber wäre das nicht mal so abwegig. Oh, glatt den Kopf abgeschlagen. Naja. Matschbirne. Immer zu spät, immer zu spät. Was? Wobei, wozu? Weshalb? Warum? Hä? Oh, super, ich habe eine 57er Stone Axe gefunden. Ja. Voll. Voll geil. Das ist mal der fette Loot hier. Ja. Der richtig fette Loot. Aber hier war der Palen jedenfalls nicht, sonst hätte er nämlich das Auto schon auseinandergenommen, beziehungsweise gelootet. Jawoll! Hühnchen! Gibt auch 40 Schäden, immer gut. Gibt's bald weit und breit kein Auto mehr. Auch untouched. Wo kommt er denn schon? Wüste? Nein. Auf jeden Fall wieder irgendwas mit Sand. Hey du. In die Birne. Was? So, das Auto ist auch weg. Ja, das war nur ein Schatten. Elaine hat mich schon überholt. Oh. Nur ein Schatten. Hm. Doch nichts mit Sand, dann hat er einfach die Map noch nicht geladen. Ja. Schade. Ihr geht ja weiter Richtung der Straße, ne? Da laufe ich parallel mit. Also nicht wundern, gell? Ich bin am Buddeln. Nee. Hier kommt verbranntes Biom. Auch nicht schlecht. Das aber ich glaube, nur so ein Streifen. Ah, nur so ein kleiner, also idealerweise nur ein Streifen. Okay. Das hatte ich auch schon gehabt, so ganz klares Mini-Biom. Ja, Hauptsache spottet ihr dir nicht direkt einen Hund. Ja, genau. Sieht nach Grasland aus. Ja. Ich auch so. Na, es ist doch ein bisschen größerer Streifen. Also mit dem Benzin haben sie es definitiv ein bisschen übertrieben, auch wenn das. Auch wenn man mehr braucht, aber trotzdem wird das schon ganz schön krass, was man hier rauskriegt aus dem Auto. Kennst du auch die Pump-Pimps?
Wir drehen jetzt hier mal an der Handstellschraube und zwar bis zum Anschlag. Das ist das Digitalzeitalter. Es gibt nur 0 und 1. Ja. Oh, die ersten Kakteen, okay. Kaktusse? Kaktusse? Kaktusse ist falsch, ne? Kakteen ist Ein- und Mehrzahl. Oder? Was? Nee. Nee, Quatsch. Ah, vergesst. Ich bin dehydriert. Alles gut. Kaktus, Kakteen. Ach ja. Wo Mütland seid ihr? Hier sieht man ja. Also manchmal gibt es ja diese. Am Boden hast du dann so eine Steinformation, also so wie eine größere Platte. Da siehst du Nester drauf, so geil. Ja, da sind auch oft Nester drauf. Was ist denn hier für ein komischer Boden? Direkt Stein hier oder was? Wo seid ihr denn? Ja. Da hinten. Da ist auch nochmal so eine Steinformation, da laufe ich natürlich hin. Weil. Nest. Nest. So. Da, Vogelnest. Meins. Mäh. Da mischt. Oh, ein Bär. Bär. Ja, das ist Wahnsinn. Auf dieser Map. Unglaublich. Was denn? Ja, die Seenlandschaft hier. Überhaupt überall immer Seen und große Gewässer. Auf Wiedersehen. Nein. Ah, ihr seid vorausgerannt. Gut, dann habe ich das jetzt auch gecheckt. Was ist denn? Wieso ist mir jetzt warm? Ach, also mit der Temperatur, das ist schon ein bisschen. Das ist doch so shitty, gar nicht ausgereift. So. Naja. Das wird schon. Ja. Oh, ich habe eine Schatzkarte gefunden. Nein, ich dreh durch. Echt? Ich habe gewollt, ich habe es gekonnt. Und ich habe ein Stück Forged Iron gefunden. Ist auch toll. Schön. So, was haben wir hier noch? Boards back. Aber die ganzen Krempel mal hier auseinanderbauen. Yay, Engine! Okay. Ja, Batterien sind irgendwie nicht so häufig. Nee, nicht so, gell? Das hast du auch schon mal öfter gefunden. Aber jetzt findet man wenigstens noch anständig Öl. Das ist auch schon mal nicht verkehrt für die Repair Cats. Ein 581er Engine und ein 598er Engine. Sauber, also das ist perfekt. Aber ich sag mal, die zwei ersten Bikes, die wir bauen, gehen ab die Schmutzkatze. Okay, das mit dem Doppelschuss habe ich jetzt auch. Aber nur vom Hören her. Also vom Hören sagen. Ja, ja, genau, vom Hören tatsächlich. Ich glaube, zwei Pfeile schießt er nicht ab. Nee. Die Straße macht jetzt hier einen unauffälligen Knick. Ich nehme an, wir folgen der Straße. Das ist die höchste Chance, dass wir irgendwo Gebäude oder sowas noch finden. Ah, es ist wieder so eine langgezogene Strecke hier. Ja. Mann. Da vorne ist ein Zombie hin, Digga. Ey, Digga. Oh. Hört sich nach Fehlschuss an. Mhm. Denk auch. Hau ihn! Hau ihn zu Klump. Oh, nice. Er hat 12 Schuss. Gewehrmunition. Oh.
Das nehme ich gern mit. Das ist ein böser Bär. Böser Bär? Böser Bär. Ach guck mal, hier haben wir ein Stückchen Wüste hier. Kann man ja gleich mal gucken, ob wir Aloe mitkriegen. Aloe. Oder anscheinend nicht. Aber zumindest sind hier Kakteen. Auch nicht so schick. Ganz schön triste Ecke hier. Ja. Bär links von der Straße. Ja. Bär. Bär. Oh, ein bisschen. Ein Bär. Auf Distanz gehen hier. Bärbel. Ach, da ist gerade schon ganz da hinten. Oh Mann. Menno. Vorsicht vor dem Bär. Jo. Ah, der hat schon geknurrt. Ich geh mal weg. Oh Mann, ich hab den zuerst gesehen. Glaub ich nicht. da können wir scrappen. Das können wir mal scrappen. Das können wir mal scrappen. Ach, ich habe eine Batterie gefunden. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Habe ich einfach mal so eine Batterie hier im Inventar. Ist in Ordnung. Ja. Kann man machen. Passt. So. Pistol Receiver habe ich noch gefunden. Eine Shotgun, Short Barrel. Ja. Auch nicht so jetzt der Brüller Loot. Das heißt nix. Aber da sieht man wieder mal, Azrak scheißt auf die Umwelt, weil sie Autos lässt da stehen nur. Ich höre Kritik. Geschraubt. Eine Wertung, ja. Ich höre da Kritik. Kann gar nicht sein. Ich werde kritisiert. Oh mein Gott. Hau ihn. Ich habe ihm den finalen Schuss gegeben. Oh Mann, hoffentlich kommt hier irgendwann mal was. Ja, das ist so ein bisschen mau, muss ich sagen. Also per Zufall hätte man eigentlich schon mal ein Dorf oder zumindest ein kleines Dorf finden müssen oder mal das andere Haus oder so. Aber selbst das ist ja mau. Ja. Sehr leer. Ah, jetzt kommt wieder so ein bisschen wie oben, glaube ich. Sehr viel leer. Ich dachte, das wäre ein Rucksack. Schade. Ja, wie viel denn noch? Ja, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass ich mal einen Rucksack geöffnet habe. Einen, ja. Tausende! Das glaube ich nicht. Nein. Niemals! Nie nicht. Aber auch nur Wasser und dann hier dieser Steg dort. Ist ja aber auch irgendwie merkwürdig, ganz, ganz merkwürdig. Wieder so eine komische Map getroffen. Okay. Ich hab noch 500er Batterie. Oh, schick. Wieder was fürs Motorrad. Ja. Eben war hier noch ein Auto. Kann gar nicht sein, wir bauen die alle auseinander. Tada! Ach, na klar, vorbei. Tja, wo lang?
Stehst du an der Kreuzung oder was ist das? Ja, 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 ich stehe an der Kreuzung. Ja, die Frage des Lebens. Gehe ich nach links oder rechts? Ja. Ich habe noch eine Batterie gefunden, yay. Denk, der Weg ist das Ziel. Mhm. Ja, stimmt. Ich guck mal, ob ich was sehe. Hier ist ein Pfad, aber der verschwindet im Wasser. Im Wasser, genau. So ein bisschen cheesy. Also ich glaube, nur ist auch mal gut mit Autos auseinanderschrauben. Da wird man ja bescheuert von. Na ja, meine, gut. Wie viel Benzin? 2530 Benzin, okay. Und ich habe eine schöne lila Batterie auch gefunden, eine 503er Batterie. Das ist doch super. Ich habe noch zwei grüne Batterien und drei lila Engines. Sehr schön. Da kommen wir ja schon Richtung drei Motorräder, das ist doch schon mal fein. Ja, ich sag auch mal, sobald wir das blöde Buch gefunden haben für die Minibikes, haben wir einen schon mal ganz gut aufgestellt. Was zum Teufel ist das denn? Achso, hier fehlt nur die Wand. Ich hab nicht gelernt, stimmt. Nein. Ach ja. Du musst jetzt Asra kennen. Achso, der ist nach oben gelatscht. Okay, das hab ich mir schon fast gedacht. Schmeiß doch nicht deine Wrench weg. Ja! Wechselweg, genau, mit viel Liebe. Aber nix, nicht mal irgendein Zeichen oder irgendwie. Nee. Die einzige Stadt, die wir zumindest von Weitem gesehen haben, das war ja hier die zentrale Stadt. Nee, ich bin da durchgelaufen. Also, merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Das da sieht aus wie eine Scheune. Oh, steiler geht's nicht mehr, oder? Mann, das ist noch eine Scheune. Jetzt habe ich sogar drei Batterien. Wo habe ich die denn her? Sag mal, wo kriege ich mal die Batterien her? Wird mir nie angezeigt. Ach ja, man kann ja wieder aus den Loot-Containers schrauben. Das ist ja... Oh, ich hab meinen Rückweg anstellen, weil ich merke, hab mein Essen weg. Ah, fuck! Und ich bin eh voll geladen. Okay. Ich werde auch gleich auf Rückzug gehen hier, weil. Irgendwie. Also, wir werden wahrscheinlich Minibikes brauchen, weil sonst wird das schwierig immer. Ich glaub's fast auch, ja. Weil. Findet man aber nix. Wahnsinn, echt. Das hatte ich auch so noch nie. In Autos ist auch nichts Gescheites drin. Oh, warte mal. Ich sehe einen Wasserturm, Papi sieht einen Wasserturm. Papi sieht noch ein weiteres Haus. Sieht aus wie... eine Tankstelle. Da noch was? Oder war es da schon? Ich glaube, das war's schon. Da hinten, da ist nichts. Eine einzelne Tankstelle hier irgendwo in der Villa Panda. Super. Eieiei. Ich glaube, hier gucke ich nochmal rein. Was denn? Irgendwas gerade die Luft gegangen. Ich glaube, der Zombie hat einen Benzinkanister zerkloppt. Achso, eine richtige Explosion, ja? Jo. Cool. Komm noch ein paar. Oh, Alter. Oh. Komm noch mal hierher, Tussi. Mensch.
Doch nicht so. Gucken mal in diese Richtung, ob wir da was sehen. Natürlich nicht. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Ja, irgendwie. Ich hätte gedacht, weil das hier ein bisschen erhöht ist und so. Und das könnte doch so stadtmäßig sein, aber es ist es nicht. Doch, da ist ein Haus. Ist die Frage, ist es ein Einzelhaus oder... Aber es sieht schwer nach Einzelhaus aus. So ein verrottetes, altes Kackhaus. Und die Tür ist auch schon offen. Oh, jetzt war die Tür zu. Ah, so, schön. Oh, das kann ich leider nicht mehr mitnehmen. Was hast du dabei? Auch nicht machen. Aber auch nix. Wie gesagt, 1000 Milliarden Kilometer mal eben so eine einfache Tankstelle nur. Das ist so. Dies ist aber nicht nett. Wo ist ja noch irgendjemand dran? So ein Creature. Zumindest mal in Ruhe haben beim Looten. Hm. Ui, ein Cowboy-Hut. Da ist nix. Nein, nein, would work 500 miles. Mhm. Das zieht sich schon. Was denn? Seid ihr auf dem Rückweg wieder, oder was? Ja, ich bin vollgeladen und ich brauche Essen. Also, ich muss zurück. Da ist der Rucksack. Ich habe einen Rucksack gefunden, endlich! Und was finde ich drin? Ein leeres Glas Wasser! Fuck die Henne! So ein Scheiß! Ah, schön getroffen. Mehr du. So kann ich jetzt endlich looten hier. Dann kann man nämlich auf die Folge gehen. So. Dann geht's mal weiter in diese Richtung. Mit... Oh, ich bin voll mit Benzin. Nein. Straße. Ich bin wieder an der Straße. Ist doch scheiße. Obwohl, ich glaube, ich scrappe mal den Krempel, weil. So Mist. Ein Karnickel, da läuft ein Karnickel. Warum habe ich die Scheißquest denn nicht angenommen? Achso, da hätte ich eine Kack-Schrotflinte gebraucht. Hey, ich musste Karnickel mit der Schrotflinte. Wo gibt's denn sowas? Eine abgesägte Schrotflinte, nicht mit irgendeiner. Ich verstehe. Oh! Für die. Oh, hier ist das Booster hier. Oh, nix im Bücherregal drin, nur ich. Oh, der hat schon ein Bücherregal gefunden. Neid! Ja, ist ja nichts drin. Gibt's nichts zu neiden. Doch. Nein. So ein bisschen. Auch nur Mist. Das Stoff, da kann ich da auch direkt. Ich will es gar nicht haben hier. Ein Ducktail herstellen, habe ich wieder Platz im Inventory. Fauch mich nicht an. Siehst du? Hat mir noch ein volles Glas Wasser gebracht. Danke dafür. Oh, man gibt's ja dann wenigstens mal ein bisschen warten. Ein kleines Erfolgserlebnis, komm schon. Eigentlich könnte ich das auch mal zerlegen mit einer Ranch. Ja, sieht so aus, als wenn ich. Und gucken, ob ich eine Batterie oder sowas kriege. Erfolgserlebnis verzichten muss. Ah. Ich find's so schön. Ja, nee. Wollen wir ein Päuschen machen? Ja, können wir gerne tun. Ja, wir sind ja schon fett drüber bei der Zeit. Fett, ganz fett. Fett! Ja, dann würde ich sagen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ihr uns die Daumen drückt, dass wir hier doch noch was Tolles finden. Und, eine Stadt, genau.
zum Beispiel. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss. Macht's gut. Der Adam.